In diesem Video möchte ich einen methodischen Text durchlesen und ich habe eigentlich nur das Ziel, diesen Text halbwegs zu verstehen. Ich möchte verstehen die Methode, die dahinter liegt, wie die funktioniert und für welche besonderen Fälle die vielleicht anwendbar ist. Das Ganze, dieser Text, befindet sich in einem Buch. Das Buch heißt Analyzing Group Interactions und das ist eben ein Buchkapitel davon. Hier diese ganze Information vorab ist nur dazu da, damit man sie richtig zitieren kann. Hier ist jetzt das Kapitel, um das es gehen soll, Photo Voice. Und ich scroll mal im ersten Schritt drüber. Also ich lese das jetzt wirklich nicht zum ersten Mal, das kann ich nicht behaupten, aber ich habe den jetzt schon ein Jahr nicht gesehen, weiß auch gar nicht mehr so hundertprozentig, worum es ging, weil das Buch habe ich zwar herausgegeben, aber dieses Buch oder dieses Buchkapitel wurde vom anderen Co-Editor sich vor allem angeschaut. Ja, das heißt, ich sehe, es ist nicht kein wahnsinnig langer Text. Und was ich schon mal sehe hier, nachdem das ein, muss ich bei Methoden, ja, nicht gerade ein Lehrbuch ist, ja, aber es gibt eben die Überschriften, die man gleich mal beachten kann. Ja, Introduction, Background, also hier geht es um Methodology, also was. Wo ist das irgendwie einordnenbar vielleicht auch für mich? Das ist schon mal ziemlich interessant. Und dann Applicability, also wo kann ich es verwenden? Das ist also hier auf eine Art und Weise strukturiert, die es mir grundsätzlich sehr, sehr leicht macht. Weil hier kommt dann der Workflow, das heißt, hier werden mir einfach die Schritte genannt. Ja, man sieht es hier, Step 1, Step 2 und so weiter. Wie ich durchgehe, wenn es darum geht, das tatsächlich anzuwenden. Plus am Schluss gibt es eben noch diese Strengths and Weaknesses, also was sind so grundsätzlich irgendwelche Stärken, vielleicht auch Kritikpunkte, die mit dieser Methode irgendwie assoziiert sind. So, und was ich jetzt mache, ich lese das Section by Section, wobei ich, damit ich jetzt dich hier nicht langweile, immer kurz auf Pause drücke und dann die Pause wieder auflöse und ein kurzes Kommentar zu dem Ganzen sage. Also hier in dieser Einleitung steht im Wesentlichen, dass es eben eine Methode ist, die lange Zeit keine große Rolle gespielt hat und dann aber durch den technologischen Aufschwung irgendwie interessanter wurde oder besser möglich wurde, also billiger wurde. Und was hier auch schon steht, ganz, ganz wichtig, steht hier, dass es ein partizipativer und ein visueller Ansatz ist. Das heißt, das ist schon etwas mal, was mir ja schon hilft, das irgendwie einzuordnen. Ja, bezüglich dem methodologischen Hintergrund lernt man hier eben, dass es hier so etwas gibt wie Participatory Action Research. Also Aktionsforschung, die partizipativ orientiert ist. Das wird hier dargestellt als der große Rahmenbedingung. Also da kann ich mir schon ein bisschen was darunter vorstellen. Also partizipativ ist, dass es irgendwie ein anderes Verhältnis zu den Teilnehmer, Teilnehmerinnen gibt. Das sieht man hier unten dann auch nochmal ganz gut. Also die werden hier wahrgenommen eigentlich jetzt als, okay, der Forscher, die Forscherin bringt sowas ein wie theoretisches Wissen und die Teilnehmer eben praktisches Wissen. Ja, also sie sind da schon eher gleichberechtigt, so wie das hier dargestellt ist. Ja, also das ist dieser partizipative Ansatz. Und was hier unten auch noch steht, Empowered Marginalized Groups und so weiter. Das heißt, hier diese subjektiven Perspektiven oder Perspektivenvielfalt überhaupt zuzulassen, würde ich sagen, das dürfte hier was Wichtiges sein. Und es ist eben auch Action Research, kommt auch vor. Das heißt, es ist jetzt schwer, eigentlich die Forschung von einer konkreten Aktion, Schrägstrich Interaktion irgendwie zu trennen. Was ich hier mal dann noch markiert habe, das ist eigentlich hier diese Three Core Concepts. Ich meine, das ist natürlich immer etwas, was ich mir gern notiere. Wenn man sich das aber so anschaut, dann ist das eigentlich etwas, was einfach sehr nach einer qualitativen generell Methode klingt, was dann auch eh später auch gesagt wird. Ja, also das ist halt generell so bei meisten qualitativen Methodologien einfach, dass es sowas wie Selbstreflexivität gibt, dass der Kontext sehr, sehr wichtig ist und dass es vielleicht eher so explorativ ist. Das sind so Features, die ich einfach generell mal bei der qualitativen Forschung eher sehe und es wird hier nur bestätigt. Genau, und hier kommt auch wieder Exploratory Knowledge. Also wenn wir uns den weiß nicht, das ganze Forschungsökosystem anschauen, dann sind wir hier quasi eher als am Beginn. Wir wissen noch nicht viel über ein Feld, wollen das erst irgendwie verstehen, wollen irgendwelche Theorien entwickeln vielleicht. Also hier ja, sind wir zu Hause mit dieser Methode. Ja, hier jetzt in diesem Chapter über Applicability and Requirements. Also ist hier die Referenz zu ethnografischen Methoden. Also da kann ich mir dann auch schon
würde ich mal sagen, ist es grundsätzlich etwas, was sich für mich stimmig anhört mit dem, was ich auch vorher gesagt habe und gelesen habe. Also, dass es eben sehr stark qualitativ orientiert ist. Dieses ganze Wertesystem, das damit dranhängt, das ist ja bei der ethnografischen Forschung jetzt auch nicht viel anders. Wir haben hier Initiating Action als ein Element auch genannt. Das heißt, das ist wieder die Rückkopplung hierzu. Okay, es ist irgendwie mit einer Aktionsforschung verbunden. Das ist ein partizipativer Prozess. Das wissen wir auch. Und dann steht hier auch Transformative Objective. Das war mir nicht hundertprozentig klar, was damit gemeint ist. Ich könnte mir vorstellen, es hat einfach damit mit der Aktion zu tun. Also Aktionsforschung bedeutet ja wirklich, wir wollen auch irgendwie sowas wie einen direkten Impact haben. Also wir machen jetzt eine Intervention nicht nur, um irgendwie Forschungsdaten zu sammeln, sondern wir wollen eben auch irgendwas transformieren. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich das darauf bezieht. Ist mir aber nicht hundertprozentig klar gewesen, jetzt nur von diesem Text, muss ich sagen. Dann ist hier eine sehr klare Frage, ja, okay, was können wir denn überhaupt beantworten mit dieser Methode? Es geht eben um subjektive Sichten. Okay, das ist wieder komplett stimmig mit dem, was wir vorher auch gelesen haben, so bezüglich Marginalized Groups und so weiter, die Perspektive einnehmen von anderen. Und hier wird es eigentlich meiner Meinung nach zumindest, vielleicht habe ich was ein bisschen überlesen, aber hier kommt jetzt eigentlich der Punkt, wo gesagt wird, okay, wie werden denn eigentlich Daten erhoben oder was für Daten werden erhoben? Nämlich wir schauen uns Fotos an, die Teilnehmer selbst nehmen und dann wird es noch angereichert mit irgendwelchen Textinformationen, mit Fokusgruppen, Interviews und so weiter. Okay, also da habe ich mal schon ein bisschen so einen groben Workflow als Hypothese jetzt mal im Kopf. Mal schauen, ob das dann bei den Steps weiter unten noch irgendwie bestätigt wird, aber das ist quasi irgendwo gibt es dieses Element, okay, die Leute gehen raus, machen Fotos und dann wird darüber gesprochen im Wesentlichen. Also ich schätze mal über die Fotos, kann aber auch über die ganze Erfahrung irgendwie sein. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und dann kam hier ein recht langer Absatz, den habe ich jetzt mal eher ignoriert, muss ich sagen, habe ich nur ganz kurz überflogen, weil hier geht es eigentlich um Fokusgruppen, beziehungsweise wie unterscheidet sich Photovoice von Fokusgruppen, wenn ich das zumindest jetzt mal ganz richtig verstanden habe, so im ersten Durchlesen. Insofern ich müsste dich voraussetzen, dass du weißt, was Fokusgruppen sind und wie die funktionieren, damit das jetzt wirklich irgendwie sinnvoll für dich ist. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal übersprungen. Ich glaube, man braucht es nicht unbedingt. Hier ist dann wieder sehr viel Redundanz drinnen, dass wir ja, marginalized people. Bezüglich der Requirements steht hier, okay, ich brauche irgendwas, um Fotos aufzunehmen. Okay, das habe ich mir schon gedacht, von dem, was vorgestanden ist. Es steht hier nochmal, dass es viel Zeit kostet. Okay, also das dürfte generell ein Merkmal von partizipativer Forschung sein. Okay, kann ich mal so abspeichern. Und ja, Ethik wird hier auch mal gleich mal reingebracht als etwas, was grundsätzlich problematisch sein kann, einfach weil ich ja Fotos mache. Ich schätze mal, diese Personen machen also diese Fotos, wenn sie zum Beispiel auch allein sind. Also ich weiß nicht, vielleicht kann ich einfach sagen, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule bin, ja, macht's mal einfach 10 Fotos zu Hause, wie es bei euch ausschaut, ja, und dann reden wir drüber, ja, einfach wie bestimmt der Kontext euer Lernen, keine Ahnung, kann man sich ja irgend so ein Forschungsprojekt denken. Da kann ich mir natürlich dann auch vorstellen, ja, das ist natürlich mit gewissen ethischen Problemen verbunden, weil, ja, da ich Einblicke bekomme in die private Welt letztendlich, ja, wo vielleicht auch nicht alle zugestimmt haben, die in dieser privaten Welt irgendwie unterwegs sind. Genau, also das notiere ich mal so, das wäre so meine derzeitige Vorstellung, wie so eine Photovoice-Studie ablaufen kann. Aber ich weiß es noch nicht, jetzt beginne ich mal den Workflow zu lesen. Ja, ich mache mal hier einen Cut, bevor ich zu den einzelnen Schritten gehe und das lese. Also hier in dem ersten Absatz haben wir wieder eigentlich eine ganz grobe Information, ich würde mal sagen sehr redundant, um was es geht. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen eine neue Information, diese Social Surroundings, Social Phenomena und soziale Probleme auch, Interaktionen. Das ist ein bisschen eine neue Dimension von dem Ganzen. Aber ist es durchaus in dem, was ich mir auch vorgestellt habe, also mit dem, was ich da gesagt habe, so Hypothese, stellen wir uns vor, eben, wie schaut deine Lernumgebung zu Hause aus, um damit dann irgendwas zu sagen, keine Ahnung, was man eben vielleicht verbessern könnte, ja, der transformative Aspekt, ja, oder wie sich das eben auf das Lernen auswirkt, keine Ahnung. Das ist Social Surrounding, würde ich sagen, oder auch das nicht soziale Surrounding in dem Fall, aber ist grundsätzlich konsistent, würde ich sagen. Vom generellen Prozess wird hier auch etwas geschrieben, was mich jetzt nicht wirklich verwundert, also dass man irgendwie zuerst mal irgendwie neue Leute suchen muss. Okay, das macht sehr viel Sinn. Was hier natürlich schon irgendwie anders ist, vielleicht als bei vielen anderen Forschungen, ist eben, dass hier diese partizipativen Aspekte hier schon reinspielen. Ja? Also dass man das Forschungsziel vielleicht auch hier zu einem gewissen Grad auch noch mit den
Participants auch bespricht. Okay, dann kommt diese Fotophase. Also jetzt gehen Sie raus, haben irgendwie eine Frage im Kopf und machen Fotos. Und dann kommen Sie wieder hier zusammen. Das ist Schritt C hier. Kommen wir zusammen, reden darüber und ja, das wird dann auch analysiert eben. Vierter Schritt, okay, das ist natürlich etwas, was immer da der Fall ist, dass man das irgendwie disseminiert. Aber hier eben auch wieder stark kontextualisiert auf die Methode. Das wurde auch oben schon gesagt irgendwie. Man kann auch so Outreach, also Dissemination Activities machen, wo man sagt, okay, wir machen irgendwie eine Messe oder so, wo wir diese Fotos ausstellen und dazu noch was sagen können. Also das stelle ich mir grundsätzlich mal auch sehr nett vor. Ja, also hier geht es im Wesentlichen darum, was wir vorher in der Kurzversion eh schon gelesen haben. Ich habe jetzt auch hier wirklich nur 2 Sekunden, glaube ich, auf Pause gedrückt, um diesen ganzen Absatz zu erfassen. Also es geht hier darum, gemeinsam irgendwie zu einem Ziel zu kommen. Es steht dann hier weiter unten dann noch irgendwie, dass es vielleicht ja so logistische Dinge gibt, okay, damit alle, die hier teilnehmen, auch wirklich Fotos machen können. Es macht sehr viel Sinn, denke ich. Das ist ja sehr, sehr logistisch und detailliert hier. Ich glaube, das kann man auch durchaus schnell lesen. Ich drücke jetzt auch gar nicht auf Pause, wenn es um Engaging Participants geht, weil da wissen wir ja schon von oben ein bisschen was drüber. Das heißt, da scrolle ich eigentlich nur drüber, ob ich da irgendetwas noch lese. Also da haben wir auch das Örtliche. Ja, das habe ich vorher schon in meiner Forschungsfrage hier, in dieser Dummy-Forschungsfrage irgendwie schon drin gehabt, die ich mir so vorgestellt habe. Das schaut also sehr gut aus. Da ist wieder die Referenz auch auf Ethik. Ja, das schaut alles sehr gut aus. Alles im Prinzip konsistent mit meiner Vorstellung, meine ich damit. Ja, dann eben hier diese zweite Phase, wo es darum geht, wieder zusammenzukommen, das irgendwie zu besprechen. Oder hier zum Beispiel auch Freewriting wird hier verwendet. Das ist jetzt einfach was, wo ich gut andocken kann von der Schreibdidaktik. Also hier geht es einfach darum, okay, ich nehme mir jetzt Zeit und schreibe pausenlos zu einem gewissen Thema. Also eine Art, ja, vielleicht Reflexion kann man sagen. Und über das spricht man dann auch. Also das kann ich mir vorstellen, wie so eine Session abläuft. Es ist hier, sind auch sogar so, ja, Leitfragen drinnen, die man dann zu diesen, ich jetzt mal, Bildern auch bereden kann. Also das ist wirklich jetzt sehr detailliert. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es, wenn ich das umsetzen möchte, ist das eine super große Hilfe. Im Moment, wenn es mir einfach nur darum geht zu verstehen, um was es bei der Methode so circa geht, ist es jetzt nicht so wahnsinnig wichtig für mich, aber es ist gut zu wissen. Falls ich jetzt noch Probleme hätte, also oder falls ich das bisher noch nicht so ganz verstanden hätte oder das irgendwie inkonsistent wirkt, spätestens hier würde ich jetzt wissen, worum es bei diesem Gespräch geht, nämlich auf einer sehr detaillierten Art und Weise. Ja, und dann eben auch noch zu besprechen, das ist generell noch eine interessante Idee, was man quasi nicht sieht. Ja, was ist auf den Fotos oben, der erste Schritt, was ist nicht oben, der zweite Schritt. Okay, super interessant. Ja, und dann kommt hier die eigentliche Analyse. Und hier steht, dass das grundsätzlich, dass hier mehrere Methoden zur Auswahl kommen. Ja, also das sind auch hier andere genannt, die eben auch hier in diesem Buch vorkommen. Das heißt, was ich jetzt hier mal sagen würde, ist, okay, Photo Voice ist jetzt mal stark auf die Daten bezogen. Ja, das ist das, was ich hier lerne. Das war, muss ich sagen, nicht hundertprozentig klar, oder zumindest habe ich einfach bisher noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Es stand schon mal ganz oben eben, was so die Daten sind, die erhoben werden. Und im Wesentlichen ist das die Methode. Also ich würde das mal Photo Voice hier vor allem als Datenerhebungsmethode sehen, wobei wir gesehen haben, innerhalb von diesen Schritten, es gibt schon so ein bisschen, ich sage mal, analytische Schleifen drin. Also weil zum Beispiel allein, wenn ich sage, über welches Foto wird denn überhaupt gesprochen, ist das natürlich auch schon mal etwas, wo eine ja, gewisse Art von Analyse wahrscheinlich irgendwo latent vorkommt. Ja, aber primär würde ich es jetzt mal als Datenerhebungsmethode irgendwie einordnen. Und ja, Dissemination, das ist nicht viel, das haben wir eh schon ein bisschen gehört. Genau, ja, was ich noch sagen wollte, genau, also Datenerhebungsmethode und dann, wie man es analysiert, das ist grundsätzlich offen und da kommt im Prinzip alles in Frage. Das alles, was hier genannt wird, sind sehr qualitative Analyseverfahren. Das heißt, das ist etwas natürlich, ja, das kann man da einfach dann dran stöpseln und auf diese Daten anwenden. Ja, also dann werden hier die Stärken aufgezählt. Könnte ich nochmal schauen. Ich lese mal nicht weiter, schaue mal nur ins Mikrofon und probiere mal kurz zu brainstormen, was könnte ich mir vorstellen, dass der jetzt als Stärken erwähnt werden, einfach nur, um mich auch irgendwie selbst zu testen. Wo sehe ich dann vielleicht auch Schwächen? Also auf der Stärkenseite könnte ich mir vorstellen, dass es, ich scroll mal wirklich rauf, damit ich hier nicht
mit welchem Schummeln vorgeworfen wird. Also ich würde mal sagen, was erwähnt wurde, ist immer diese Perspektive von marginalisierten Gruppen. Also das ist auf jeden Fall mal, würde ich sagen, eine Stärke. Vielleicht auch der transformative Aspekt, dass wir was machen wollen, was jetzt über nur Forschung quasi hinausgeht. Diese visuelle Methode und dann darüber reden, halte ich generell für etwas sehr Mächtiges, weil es ist dann eben nicht etwas, wo das entsteht nur im Moment und dann wird gar nicht mehr darüber gesprochen, sondern man bekommt wirklich eben partizipativ auch die Interpretationen von der ganzen Gruppe mit. Das würde ich jetzt mal so ganz auf die Schnelle als starke Vorteile sehen. Auch was die Umsetzung betrifft, auf logistische Art der Datensammlung, also es ist ja tatsächlich leicht. Jeder hat ein Smartphone heutzutage, oder viele zumindest, je nachdem, welcher Altersgruppe man forscht. Aber das ist wirklich billig umzusetzen. Man kriegt trotzdem sehr reiche Daten. Und auch was die Analyse dann betrifft, haben wir gesehen, dass es grundsätzlich offen ist. Also es hat jetzt nichts eigentlich mit PhotoVoice zu tun, aber es ist flexibel dann, wie man sich die Daten anschaut. Das würde mir jetzt mal spontan einfallen, was ich so aus dem Text mitgenommen habe. Was gibt es auf der anderen Seite? Naja, auf der anderen Seite würde ich sagen, das Ethische, das ist tatsächlich ziemlich problematisch, könnte ich mir vorstellen. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist diese Gruppenzusammensetzung. Also es sind ja schon Fokusgruppen oder Arten von Fokusgruppen. Das könnte, das ist immer was Schwieriges, denke ich. Deswegen ist es auch hier etwas, was man vielleicht beachten müsste. Aber ansonsten sehe ich gar nicht so viel an Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Ich kann mir das recht gut vorstellen. So, jetzt ist der Moment der Wahrheit. Schauen wir mal, was steht denn hier drinnen. Also hier wird noch erwähnt, das ist ein Wissen, das ich jetzt nicht so drin hatte, dass es eben auf sehr vielfältige Disziplinen und Topics irgendwie anwendbar ist. Okay, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, macht Sinn. Ja, das habe ich schon gesagt. Also die Availability of Mobile Phones macht es sehr leicht. Ja, adaptierbar. Das sind ja noch ein paar Beispiele, wo es verwendet wurde. Involvement of Disadvantaged Groups, das habe ich erwähnt und das kam eben oben auch sehr stark vorne vor. Power is shifted, ja, also das Partizipative an diesem Ansatz. Okay, ich glaube, da sind mir sogar ein bisschen mehr eingefallen oder kamen mir mehr vor als Vorteil, als hier stehen. Also das gibt es mehr und deswegen, okay, dass die Methode sich, das ist interessant, dass die Methode, einfach weil es mehr angesetzt wird und wahrscheinlich auch in einem recht kurzen Zeitraum verstärkt eingesetzt wurde in der Vergangenheit, dass sich hier einfach Varianten vielleicht auch ausgebildet haben, die nicht alle dieselbe Qualität haben, einfach weil man vielleicht schnell mal irgendwelche Adaptations on the go macht. Das finde ich interessant. Das kam bisher, glaube ich, nicht vor, hatte ich deswegen nicht im Schirm, aber macht für mich absolut Sinn. Könnte ich mir vorstellen, auch könnte eine Schwierigkeit sein, wenn ich diese Methode jetzt lernen möchte, zum Beispiel, weil es da einfach anscheinend verschiedene Varianten gibt, die mal grundsätzlich gleich klingen, aber dann doch in den, ja, vielleicht nicht nur Details, recht unterschiedlich sind. Da steht das Time-Consuming. Ja, das hatte ich jetzt nicht erwähnt, weil das ist immer, finde ich, relativ, aber es ist oben gestanden, das kann ich mich noch erinnern. Ethische Aspekte, das hatte ich. Ja, Consent für die Forschung, das kann sicherlich schwer sein. Also das ist das Ethische, das hängt da zusammen. Ja, also das, genau. Ich glaube, das war es im Wesentlichen. Und das ist nur mehr ein Summary Statement. Aber das war es im Wesentlichen. Also ich glaube, ich habe da jetzt ein ganz gutes Verständnis, worum es geht. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es geht auf jeden Fall um einen Forschungsansatz, der eben sehr, eher Datenerhebung mehr als Datenanalyse ist. Es findet absolut im Feld statt. Also ich bin nicht irgendwie im Laborsetting, wobei das natürlich auch denkbar wäre, würde ich sagen. Ich gehe mal davon aus, von der Stichprobengröße wird das Ganze eher im Kleinen stattfinden. Also Fokusgruppen, die müssen ja organisiert werden, die können nicht unendlich groß sein, diese Gruppen. Das sind wahrscheinlich maximal so 5 bis 7 Leute, stelle ich mir da jetzt mal vor. Es ist auch gestanden, dass es time-consuming ist. Also das wird eher eine kleine Sample-Size sein. Was ist noch wichtig? Ich würde eher, genau, es wurde eher auch gesagt, dass es eher explorativ ist. Ja, und gleichzeitig aber auch partizipativ. Und dass es eben so einen Aktionsforschung-Gedanken auch noch gibt. Also, dass es quasi nicht nur Forschung ist, sondern auch Impact-Veränderung. Ich glaube, das wäre so mein Summary von dieser Methode PhotoVoice.
Und ja, ich freue mich schon, ob es da noch zusätzliche Gedanken zu dieser Einschätzung gibt.